Dietmar, jetzt brauche ich dich. Das ist der Abteilungsleiter vom VfL Herrenberg. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir in BB. Heute geht es um eine Sportart mit einem Schläger, der gerade mal 70 Gramm hat und eine Bespannung von 11 Kilo. Das waren jetzt schon mal die ersten Eckdaten. Wir sprechen von Badminton. Dietmar, du bist hier der Abteilungsleiter. Was unterscheidet denn bitte, und ich sag das nicht, ich war beim Federballspielen, Federball von Badminton? Tja, Federball, ich sag auch noch Federball, ob es Badminton ist, weil der Ball hat Federn. Aber das Federball, das man von der Straße kennt, das ist mit dem Plastikball wird da gespielt. Und da geht es darum, dass man einem zuspielt, dass ich 100 oder 200 Kontakte haben. Bei uns ist es ganz anders. Der Ball fliegt bis zu 500 Kilometer schnell beim Meterschlag. Und da guckt man, dass man wenig Ballwechsel hat, dass der Ball beim Gegner untergebracht wird. Wir sind ja jetzt hier in Herrenberg, nicht damit Sie sehen, wie ich mich beim Badminton blamiere, sondern Sie sind hier, um auch etwas mitzubekommen von der Südostdeutschen Meisterschaft. Und ganz ehrlich, es sieht hier jetzt nicht wirklich aus wie ein großes Turnier. Ja, wir sind hier ja in der Einspielhalle. Das Turnier selber findet drüben in der Längenholzhalle statt. Es gibt einen Zeitplan, die Spieler wissen, wann sie dran sind. Und dann kommen sie eine halbe Stunde vorher und spielen sich ein. So, und wie das Ganze aussieht und was so ein Turnier ausmacht, da sprechen wir fast gleich drüber. Wir gehen jetzt nämlich von dieser Sportart zu einer ganz anderen. Und da geht es nicht um Schläger, da geht es um Pressluft. Wir tauchen für Sie ab. Nein, das ist kein großer Whirlpool und nein, im Meichinger Gartenhallenbad wird auch nicht sonntags nach den letzten Gästen das Wasser abgekocht. Was hier blubbert, sind Taucher. Genauer gesagt, der Schnuppertauchkurs, organisiert von der Böblinger Tauchschule und der VHS anlässlich der Gesundheits- und Sportwochen. Natürlich lernen Sie was dabei, so die grundlegenden Dinge eben, Druckausgleich, wie blase ich eine Maske richtig aus, dass wenn ich Wasser in die Maske bekomme, und auch schon die Übung, wie stelle ich quasi den richtigen Auftrieb her, damit ich unter Wasser eben auch schwebe. Unter Wasser schweben wie ein Astronaut, klingt super. Aber los geht's viel trockener. Vor dem Hallenbad gibt's Theorie in der Tauchschule. Das ist so die Theorie dazu, sich erstmal unter Wasser natürlich auch erstmal wohlzufühlen. Die Grundschritte, dass wenn man irgendein Problem unter Wasser eben hat, dass man auch jedes Problem unter Wasser meistern kann, weil im Meer kann man nicht einfach aus 20 Metern auftauchen. Und sprechen kann man da auch nicht miteinander. Zeichensprache lernen ist angesagt und die wichtigsten Grundlagen über den Umgang mit der Pressluft aus der Flasche. Dann wird die Ausrüstung verteilt, jeder bekommt einen passenden Neoprenanzug. Aber braucht man den wirklich im warmen Hallenbad? Jetzt gerade unsere kleinen Kinder, die kühlen dann doch schneller aus als wir Erwachsene. Mit der Dauer im Wasser kühlt man eben durch das Wasser eben, weil Wasser eben auch dichter ist und leitfähiger, kühlt man eben schneller aus. Also ab in die engen Anzüge, Taucherbrillen auf, Flossen an, Pressluft auf den Rücken und los geht's. Ganz gemütlich. Schritt für Schritt wird den kleinen Tauchern gezeigt, wie sie mit dem Equipment umgehen, wie sie den Druck ausgleichen, wie sie mit der Luft in der Weste die Tiefe richtig austarieren. Ein Lehrer kümmert sich immer um zwei Schüler, so ist immer jemand zur Stelle, auch wenn es mal nicht ganz glatt läuft. Die kleinen Kinder sind aufgeregt, haben manchmal ein bisschen Angst vor dem tiefen Wasser eben auch. Da muss man immer alles schön langsam machen. Man muss natürlich auf die Kinder dann auch eingehen, damit das auch funktioniert. Man muss sich langsam rantasten, ganz einfach. Und das funktioniert. Nach einer halben Stunde sind plötzlich alle weg. Und an der Oberfläche bleibt nur noch ein Blubbern. Und wie war es da unten? Hatte ich als erstes Angst, aber dann, wenn man drin ist, hat man keine Angst mehr. Also ich fand es am Anfang irgendwie ein bisschen komisch, weil man da nicht so gleich so richtig gut Luft bekommen hat. Aber dann hat sich das gebessert und dann war es richtig cool am Ende. Also ich fand es schon am Anfang, war ich halt sehr aufgeregt. Und ja, und dann kam ich, als ich dann doch das mal ausprobiert habe, fand ich doch schon cool. Was hat dir am meisten gefallen? Eigentlich, dass den Lungenautomat aus dem Mund nehmen, auspusten, wieder reinnehmen und die Dusche drücken. Dass wir ins Tiefe dürften, auf dem Boden. Würdest du anfangen wollen zu tauchen und jetzt ins Meer gehen? Auf jeden Fall.
Dafür braucht es dann allerdings noch einen richtigen Tauchkurs, aber immerhin, der Anfang im Meichinger Hallenbad ist schon mal gemacht. Woher kommt eigentlich das Wörtchen Badminton? Weil es böse ist, bad, oder wo kommt es tatsächlich her? Überhaupt nicht, weil es böse ist, sondern es kam vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg aus China nach England in die Grafschaft Badminton. Ach, hör auf. Und die haben das zuerst mal schön, die Damen übers Netz gespielt, Federball gespielt. Und dann wurden die ersten Vereine gegründet und die kamen dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland. Bei euch jetzt hier im Verein, im VfL Herrenberg, wie viele Spielerinnen und Spieler habt ihr da? Wir haben 130 Mitglieder in der Abteilung, davon sind 40 Jugendliche. So, aber ich weiß eins, das hat mir vorhin, ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat, wir haben jetzt ein Turnier und das ist ein ganz besonderes Turnier, das ist die Südostdeutsche Meisterschaft und der älteste Spieler, der ist, das verrate ich Ihnen nach der Werbung. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. So, jetzt sind wir mittendrin statt nur dabei, Dietmar. Ich habe das ja vorhin schon erfahren, der älteste Spieler hier in diesem Turnier, 81 Jahre. Also das heißt, dieses Turnier ist jetzt nicht etwas für Schüler, sondern? Sondern für Senioren ab 35 in 9 verschiedenen Altersklassen, immer im 5-Jahres-Schritt. Aus dem Landesverband Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg von insgesamt 50 verschiedenen Clubs. Also, es heißt aber, wenn ich jetzt Badminton spielen möchte, geht es also nicht darum, dass ich mindestens 35 Jahre alt sein muss. Ich kann natürlich auch früher anfangen. Solche Turniere macht ihr auch? Wir machen Turniere. Ab 7 Jahre sind die Kinder im Jugendbereich auch wieder in 2-Jahres-Schritten. Dann hat jedes jugendliche Kind seine Herausforderung. Ja, wir sind jetzt hier in Herrenberg. Und in Herrenberg gibt es und gab es ein Mutmobil. Und das war ja nicht nur hier in Herrenberg unterwegs, sondern in dem gesamten Umland. Und dazu gibt es auch eine Ausstellung. Und was es da zu sehen gibt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das ist das Mutmobil. Den ganzen letzten Sommer war es im Auftrag der Stadt rund um Herrenberg unterwegs und hat Geschichten von Bürgern gesammelt. Studierende der Uni Tübingen haben sie nach Erlebnissen gefragt, in denen sie selbst Mut beweisen mussten. Jetzt sind die Geschichten für alle Bürger zu sehen und vor allem zu hören. Ein bisschen peinlich, weil es so alltäglich irgendwo ist. Ich fand es mutig, eher nicht. Wir waren in allen 8 Teilorten von Herrenberg, haben mit allen Multiplikatoren und Mutgeschichtenerzählern Kontakt gehabt. Wir haben Herrenberg zusammengebracht. Es war ja auch unser Ziel, ein stadtteilverbindendes Festival zu schaffen. Ein Festival ist es nicht geworden, aber eben eine Ausstellung. Weit mehr als 100 Geschichten haben die Kulturwissenschaftler dafür analysiert und dann die Ausstellung in Stadtbibliothek und Volkshochschule konzipiert. Jede Menge Arbeit. Wir hatten über 200 Stunden Interviewmaterial, was eine ganze Menge ist. Das muss man alles durchhören, dann muss man das kürzen, man muss das irgendwie in Text fassen und so ein Narrativ rauskriegen noch am Schluss. Und das war viel Arbeit, aber ich glaube, es hat jetzt ganz gut geklappt. Besonders gelungen diese Station in der Kinderabteilung der Stadtbibliothek. Aus jedem Rohr kommt eine andere Kindheitsmutgeschichte. Als ich in die Schule war, kam da mal so eine kleine Herde von so alten Jungs, die waren bestimmt schon 10 und haben dann meinen Freund. Auch ein altes Mostfass ist Teil der Ausstellung. Darin erzählt ein Bürger, wie er als Kind in die Fässer geschickt wurde, um sie zu reinigen. Da musste die jüngste Generation, in Anführungszeichen die Kleinsten, mussten da durch die Öffnung rein, um dann das Fass innen raus zu putzen. Für ihn damals durchaus beängstigend. Vielleicht ist die Kindheit auch so ein Zeitraum, in dem man besonders viel Mut braucht oder Sachen zum ersten Mal macht, wofür man Mut fassen muss. Und da dachten wir und unsere Gestalterin, dass es doch sehr schön wäre, wenn man irgendwie eine Station hat, die hier in der Jugendabteilung von der Stabi steht und sich auch an Kinder richtet.
Aber auch der zweite Teil der Ausstellung in der Volkshochschule zieht die Zuschauer regelrecht in einen Bann. Für manche heute ganz normale Dinge brauchte man früher noch jede Menge Mut. Überhaupt sind es selten richtige Gefahrensituationen, über die die Menschen gesprochen haben. Nämlich, dass es oft eher die kleineren Sachen sind, die alltäglichen Geschichten, die dann auch hängen bleiben und die auf Dauer einen Unterschied machen. Die Ausstellung in Stadtbibliothek und Volkshochschule ist noch bis zum 24. April zu sehen, immer dienstags bis sonntags nachmittags. Ja, die Südostdeutsche Meisterschaft hier in Herrenberg im Badminton ab 35 ist natürlich schon eine mega Veranstaltung. Noch jede Menge mehr haben wir aus der Region für Sie. Eines der berühmtesten Stücke von Johann Sebastian Bach, die Johannespassion, gibt es in Sindelfingen zu hören. Und zwar in einer ganz besonderen Version. Das Konsortium Instrumentale spielt auf historischen Instrumenten. Dazu kommen das Vokalkabinett, die Soliloquenten und 5 namhafte Solisten. In Leonberg gibt's eher was zu sehen. Gleich 20 Kunststationen, also Galerien und Ateliers von Leonberger Künstlern, machen mit bei der 14. langen Kunstnacht. Wo es da was zu sehen gibt und was das Programm neben Kunst noch bietet, steht auf www.leonberg.de. In Böblingen besteht die Kunst dagegen darin, möglichst viele Bands zu hören. Gleich 23 von ihnen spielen dieses Jahr bei der Polarnacht Live-Musik in 22 Locations. Damit man die gut erreicht, gibt's einen Shuttle-Service und vorab schon viele Infos zum Programm auf www.polarnacht-bb.de. Herr Dietmar, wie ist es, wenn ich jetzt Lust habe, einfach mal Badminton zu lernen? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, selbst die ganz Kleinen fangen an. In Herrenberg, wo kann ich mich da bewerben? Wie geht das Ganze los bei euch? Auf unserer Homepage nachlesen. Die blenden wir jetzt mal hier ein, Entschuldigung. Die ganz toll ist, die Homepage, und da kann man die Trainingszeiten erfahren. 3-mal die Woche, 5:30 fängt an, geht bis 10, das heißt für Jugendliche, Erwachsene und auch für Hobbyspieler. Schläger muss man nicht mitbringen, wir haben eine Kiste mit Trainingsschläger, wo jeder Jugendliche und Hobbyspieler reingreifen kann. Also noch einmal, wer das Ganze ausprobieren möchte, auf der Homepage findet ihr alle Informationen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Musst du heute noch mal ran? Aber hallo, ich denke 2-mal. Okay, da wünsche ich dir natürlich alles Gute und Ihnen weiterhin viel Spaß im Programm von Regio TV. Eine neue Ausgabe von Wir in BB, natürlich nächste Woche wieder.